Hallo und herzlich willkommen hier bei Curati, heute gemeinsam mit Lina und mit mir zusammen. Wir machen heute mit euch Tabata-Training und zwar für jeden zu schaffen, für die Fortgeschrittenen, für die Anfänger, für diejenigen, die sich mehr auspowern möchten und für diejenigen, die trotzdem gerne mitmachen möchten. Wir starten mit einem kleinen Warm-up und anschließend haben wir 7 Tabata-Blöcke. Das heißt, wir haben 20 Sekunden jeweils die Übung, 10 Sekunden Pause und ein Block hat jeweils 4 Minuten. Ja, dann enden wir mit der Stunde wieder, schön mit einem kleinen Stretch und Cooldown und wir wollen dann keine Zeit vergeuden und direkt loslegen. Und alle Übungen sage ich rechtzeitig an, sodass jeder mitkommt. Wir starten mit dem Warm-up. Gut, kommt zum Stehen. Richtet euch auf, bisschen Bauch anspannen und marschiert auf rechts. Noch 4, 3, 2, Step Touch. So, deine Arme rudern vor und rück. Arme seitheben. Und nochmal rudern. Noch 4, 3, 2, nochmal March auf rechts. Noch 4, 3, 2, Side to Side auf rechts. Schwing deine Arme mit. Kreise deine Schulter rück. Und nochmal Arme schwingen. Kreise wieder die Schulter. Noch 4, 3, 2. Wieder Step Touch und rudern. Deine Arme seitheben. Side to side und schwingen. Schulter kreisen. Side to side und schwingen. Die Schulter. Noch 4, 3, 2, Step Touch. Arme mitnehmen, seitheben. Noch 4, 3, 2. Kommen in Single Leg Curl. Ferse schön zum Gesäß, Knie außen. Zieh den Arm im Wechsel hoch. Arme nochmal nur rudern. Langen Arm im Wechsel heben. Sehr gut. Noch 4, 3, 2, Side to Side schwingen. Und die Schulter kreisen. Step Touch rudern. Arme seitheben. Sehr gut. Noch 4, 3, 2, Single Leg Curl, rudern. Langen Arm dazu nach oben. So, dann kommt der 4. Block. Der Knee Lift im Wechsel außen links beginnt. Achtung, 8-mal linkes Knie. Wechsel rechte Seite. Nochmal im Wechsel links-rechts.
Lassen. Und dann kommt alles von vorne. Noch 4, 3, 2, side to side. Kreis die Schulter rück. Sehr gut. Kommen in Step-Touch und rudern. Seit heben. Single Curl rudern. Deinen Arm lang hochziehen. Flanken lang machen. Schön nach oben strecken. Noch 4, 3, 2. Knee Lift außen links beginnt. Im Wechsel. Schön hochziehen. Achtmal linkes Bein. Sehr gut. Achtmal rechtes Bein. Perfekt. 4, 3, 2, marschier. Gut. Das war unser kleines Warm-up. Wir wechseln die Musik. Ich hoffe, ihr seid so ein bisschen aufgewärmt. Wir starten mit dem ersten Ausdauerblock. Der besteht aus Joggen am Platz. Wir machen kleine Pony-Sprünge, wir machen den Skater und die Jumping Jacks. Und das nachher nochmal durch und so geht's los. Gut, bleib in Bewegung. Wie gesagt, Lina macht den anstrengenden Part, ich mache die Alternative dazu. Es geht los, locker laufen. Sehr gut. Also entweder die Knie vorne hoch oder Fersen hinten anstellen. Auch wenn dir das zu anstrengend ist, dann einen March. Sehr gut. Hier ist deine Pause. So, wir fangen an mit den Pony-Sprüngen. Wir springen von rechts nach links. Auch da gibt es Varianten. Es geht los. Schön die Knie hochheben oder mache das. Wie beim Warm-up den Step-Touch oder springen. Sehr gut. Pause. Gut. Jetzt kommt die dritte Übung. Wir machen den Skater. Das heißt, wir gehen hier schön tief. Und loslegen. So. Entweder gesprungen wie bei Lena oder unten bleiben. Das geht gut in die Gesäß- und Beinmuskulatur. Schön die Arme mitschwingen. Sehr gut. Und wieder Pause, Marsch hier. Die Jumping Jacks, auch da haben wir verschiedene Varianten. Einmal entweder die von Lena oder meine. Es geht los. Oder das. Oder gesprungen. Und wieder Pause. Gut. Alles fängt von vorne an. Wir starten wieder mit dem Joggen. Es geht los. Knie hoch oder Ferse hinten hoch. Sehr gut. Halte durch. Oder marschieren. Sehr gut, bleib dabei, gleich geschafft. Und Pause, gut. Die kleinen Pony-Sprünge wieder, schön die Knie hochnehmen. Es geht los. Oder Step-Touch, wenn du nicht springen magst. Sehr gut. Gut. Jetzt kommen wieder unsere Skater dran. Skater Jump. Oder du bleibst tief. Es geht los.
Sehr gut. Schön tief bleiben. Sehr gut. Pause. Bleib in Bewegung. Zum Abschluss des ersten Blocks kommt der Jumping Jack. Und dann geht's weiter mit der Kräftigung. Es geht los. Sehr gut. Wunderbar. Jetzt geht es weiter. Wir machen Squats. Stell die Schulter breit auf. Spanne deinen Bauch an. Tief. Hoch. So, die Squats kannst du natürlich auch springen. Oder du bleibst schön auf dem Boden, schiebst dein Gesäß nach hinten. Knie hinter Fußspitze, langen Rücken. Sehr gut. So, als nächstes kommt der Squat Lunge rechts. Wir gehen tief zur Seite und nach hinten. Es geht los. Sehr gut. Schön unten bleiben. Perfekt. Gut, bleib dabei, du merkst sicherlich schon was im linken Oberschenkel. Und die Pause, locker. Alles nun auf der anderen Seite. Wir starten hinten. Okay. Schön im linken, im rechten Bein tief bleiben. Sehr gut. Wunderbar. Und lösen. Gut, wir machen nun den Mid-Stand Squat mit Beinen seit heben. Und die Arme nimmst du mit dazu. Es geht los. Tief, hoch. Schön mit Bauchspannung arbeiten. Schön zwischen deine Fersen setzen. Deine Knie schieben nach außen. Sehr gut. Gut. Alle vier Übungen werden jetzt nochmal wiederholt. Squat-Sprung. Moderater Squat. Sehr gut. So, ich hoffe, es geht dir gut. Dieses Training geht heute ordentlich an die Fettverbrennung, weil wir keine kleinen Pausen dazwischen haben. Bis auf die 10 Sekunden lösen. Gut. Squat. Tief, tief. Belastung auf links, rechtes Bein arbeitet. Es geht los nach hinten. Sehr gut. Schön unten bleiben. Andere Seite, linkes Bein arbeitet, Belastung ist auf rechts. So. Dann haben wir bald schon den zweiten Block geschafft. Jetzt kommt noch der Mid-Stand Squat mit dem Seitheben. So, letzte Übung in dem Block. Wir starten wieder tief und rechtes Bein beginnt. Sehr gut. Weiter geht's mit Knee Lift außen rechts, entweder moderat oder gesprungen. Such dir aus. Schön hochziehen. Perfekt. Du kräftigst automatisch deine schräge Bauchmuskulatur mit.
Belastung ist auf dem linken Bein. 4, 3, 2. Und wir wechseln. Einmal Pause. Anderes Bein geht hoch. Alles mit links nach oben. Und wieder schön hochspringen oder bleibt mit dem ganzen Fuß auf dem Boden. Kurz auftippen und hochziehen aus der seitlichen Rumpfmuskulatur. Gut, weiter geht es mit den Beinen. Wir machen einen Lunge. Lena macht den, pulsiert, sie springt und ich gehe tief und hoch. Genau, entweder abspringen oder hier bleiben. Oberkörper ist schön gerade, dein Knie ist hinter der Fußspitze. Und lösen. Wir wechseln die Seite. Dein linkes Bein geht rück. Und es geht los. Auch hier, wie ein Aufzug, gerade tief und hoch. Sehr gut. Gut. Und Pause. Alles fängt von vorne an, in den Block. Rechtes Knie geht hoch. Entweder gesprungen oder moderat. Oh, es geht los. So, nach diesem Block kommt dann unser Bodenteil dran. Und Pause. Sehr schön. Andere Seite. Es geht los. Hoch. Sehr gut. Lösen. Gut, wir machen unsere Lunge. Rechtes Bein ist hinten, links ist vorne. Oberkörper gerade. Los geht's. So, ich hoffe, es geht dir gut. Wir wechseln die Seite. Gut. So, unser nächster Mattenteil beginnt gleich mit dem Planken. Los geht's. Erstmal schön die Lunges. Schön hochgesprungen. Stoß dich ab von deinen Fußballen. Sehr gut, Lina. Bis zur Decke hoch. Fliegen. Ich hab gut lachen, ne? Lösen, gut. Wunderbar, kommt direkt in eure Position. Wir starten mit dem geraden Brett. Lena, hol die Matte ein Stück nach vorne. Und drück dich ab, Bauch anspannen. Achte auf deine Schultern, zieh sie weg von deinen Ohren. Sehr gut. Deinen Bauchnabel nach innen. Nach dem geraden Planken gehen wir ins Side Plank. Da zeige ich euch auch die leichte und die Lina die schwere Variante. Komme auf deine rechte Seite. Komm mit dem Blick zu uns. Lina hat ihre Beine gleich gestreckt. Ich habe das untere Bein angewinkelt und strecke nur das obere aus. Meinen Arm dazu. Versuche eine Linie zu halten. Schulter, Arm. Das ist die leichte Variante, die anspruchsvollere. Such dir aus, was dir gut tut und dann lösen. Wir machen weiter mit dem Crisscross. Für die Bauchmuskulatur, speziell für die Schrägen, nimm deine Hände an den Nacken, es geht los.
Drück deinen unteren Rücken in die Matte, den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Atme schön durch. Sehr gut. Und lösen. Wir planken auf der linken Seite. Danach kommt wieder ein Ausdauerteil. Beziehungsweise wiederholen alles nochmal. Komm hoch. Einmal nur halten. Alternativ strecken. Becken nach oben schieben. Spür deine seitliche Rumpfmuskulatur. Gut. Wir planken wieder gerade. 10 Sekunden noch Pause. Stell deine Zehen auf, spann den Bauch an. Los geht's. Sehr schön. Lina, alles gut? Ich hoffe, euch auch. Schön den Bauch anspannen. Kräftigung der gesamten Rumpfmuskulatur. Sehr gut. Komm auf deine rechte Seite. Side Plank. Drück dich hoch. Such deine Variante aus. Drück dich aus der Schulter weg. Halte die Halswirbelsäule in einer Linie mit der Wirbelsäule. Geschafft. Rückenlage. Criss-cross. Schräge Bauchmuskeln. Kinn auf die Brust. Kopf und Schultern anheben. Es geht los. Sehr gut. Side Plank, linke Seite. Komm in deine Position, Unterarm stützt. Drück dich hoch. Schön das Becken anheben, den Bauchnabel nach innen ziehen. Oder beide Beine nehmen. Schau, was dir gut tut, was gut zu schaffen ist für dich. Und dann gehen wir wieder in den Stand. Wir starten mit den Burpees. Okay. Nächster Block. 5. Block ist dran. Die Burpees. Von mir moderat, von Lina schön intensiv gezeigt. Es geht los. Tief. Und hoch. Hoch. Such dir deine Variante aus. Gut. Wir machen weiter mit den Mountain Climbers. Komm auf die Hände auf deine Matte. Es geht los. Entweder schnelle wie Lina oder moderate die Beine unter dem Bauch ziehen. Nimm auch mal deinen gegenüberliegenden Ellenbogen dazu und steh wieder auf. Wir dribbeln am Platz. Wieder ein bisschen was für die Ausdauer im Stand. Und dribbeln. Öffne und schließe deine Beine. Schnelle, schnelle Bewegung mit viel Spannung im Rumpf. Und lösen. Den High Knee gesprungen. Beziehungsweise, genau, die Arme diagonal. Schön hoch, tief. Rechts beginnt und hoch, hoch. Genau. Schau entweder die schnelle Variante oder die moderate aus unserem Warm-up. Sehr gut. Gut, von vorne die Burpees. So, wunderbar. Komm tief.
Mann. Gut. Wir machen den Mountain Climber. So, Lina macht hier die schnelle Variante. Wir machen in den innenliegenden Ellenbogen. Außenliegender Ellenbogen. Such dir deine Varianten aus und in die Mitte kommen. Schnell oder langsam, wie du magst. Und fertig. Gut, komm wieder schnell nach oben. Wir machen weiter mit dem Dribbeln. Beine öffnen, schließen. Es geht los. Perfekt. Bleib dabei. Schöne, schnelle, kleine Dribbel. Und dann kommt der Heidi Run und Löwen. Gut. Danach geht es wieder auf die Matte nach der nächsten Übung. Und dann machen wir mit dem Bridging weiter. Aber erst die Knie heben. Los geht's. Sehr gut, Lina. Sehr schön. Höher die Knie. Höher, höher, höher. Auch zu Hause. Gib Gas. Die letzte Übung hier. Gut. Lösen. Schnell auf die Matte in die Rückenlage. Deine Füße sind hüftbreit aufgestellt. Du musst, glaube ich, noch da rutschen, Lina, ein Stück. Von hier oben an. Tief hoch. Gut. So. Atme hier schön durch. Kräftigung Gesäßmuskulatur, Oberschenkelrückseite, Rückenstrecker ist mit involviert. Kurze Pause. Bridging Walk. Das Becken bleibt oben und wir heben nur im Wechsel die Beine an. Los geht's. Schön im Wechsel. Oben ist der Oberkörper ganz ruhig. Becken ist oben. Und der letzte. So, jetzt schließe deine Beine ganz eng zusammen. Es geht jetzt an die Oberschenkelinnenseiten. Roll dein Becken hoch. Und tief und hoch. Press die Beine zusammen. Hab das Gefühl, da passt jetzt kein Blatt Papier mehr zwischen. Schön kräftigen. So, dann kommt die Abduktion danach dran. Wir öffnen die Beine ein klitzekleines bisschen und ziehen auf und zu. Bauch anspannen, los geht's. Schön Becken oben halten. Beine öffnen, schließen, Knie drücken nach außen und wieder Pause. So, in einem hüftbreiten Stand starten wir die Übungen von vorne. Roll dein Becken schon mal hoch und tief und hoch. Sehr gut. Bauchnabel nach innen ziehen. Und lösen. Bridging Walk. Becken bleibt oben, die Beine marschieren. Roll dich hoch. Es geht los. Sehr gut. Geschafft, abrollen, Beine eng schließen. So, ihr habt jetzt schon 30 Minuten trainiert, sehr intensives Training, hebt dein Becken hoch. Tief hoch, presst die Beine schön zusammen.
Sehr gut. Schön nach oben drücken. Perfekt. So, letzte Übung in der Rückenlage. Die Oberschenkel öffnen, schließen. Roll dich ein bisschen hoch. Es geht los. Auf, zu. Hab das Gefühl, du willst einen Widerstand auseinanderdrücken und zusammendrücken. Spann deine Gesäßmuskulatur schön mit an. So, hiernach kommt der letzte Block, Ausdauer. Wir starten mit dem Shuffle im Stand. Einmal intensiv von Lina gezeigt, moderat von mir. Schönen Wechsel, Lunges back oder springen, Shuffle. Und March. Der Midstand Squat gesprungen. Oder nur nach oben gestreckt und auf die Zehen kommen. Es geht los. Tief, hoch, tief, hoch. Ich hebe meine Fersen mit an und Lina springt vom Boden ab. Wenn du die Fersen anhebst, geht es dir noch gut in deine Wadenmuskulatur. Beim Sprung sowieso. Gerne darfst du die Arme mitnehmen. Lösen. Wieder auf die Matte. Russian Twist ist dran. Einmal die schwere Variante mit Beine angehoben. Die leichte auf dem Boden. Spann den Bauch mit an. Schön den Rumpf drehen, den Bauchnabel nach innen ziehen. Ich muss mal auf meinen Zettel gucken zwischendurch. Wieder Mountain Climber. So. Und los geht's. Auch nochmal eine schöne Ausdauer- und Kräftigungsübung. Sehr gut. Ich hoffe, ihr seid schön fleißig die ganze Zeit dabei. Wir gehen nochmal diesen letzten 7. Block von vorne durch. Kommt nach oben für den Shuffle oder im Wechsel Lunge back. Es geht los. Hier darfst du einen kleinen Zwischensprung machen. Squat gesprungen. Aus dem Midstand Squat nach oben vom Boden abspringen oder die Fersen heben. Und los geht's. Tief, hoch, tief, hoch. Danach kommt wieder unser Russian Twist. Und los geht's, auf die Matte. Beine entweder anheben oder Fersen aufstellen, Rumpfspannung, Brust anheben. Los geht's. Du kannst auch mal probieren, ein Bein erst anheben, das nächste und dann beide. Gut, zum Abschluss den Mountain Climber, dann haben wir alles geschafft für heute. Es geht los. Gib dir nochmal alles zum Abschluss, spann den Bauch an, zieh die Schultern rück. So, danach habt ihr es geschafft, dann machen wir noch ein schönes Cooldown und Stretch. Wunderbar. Und lösen. Während die Lina die Musik wechselt, kommen wir nochmal schon mal langsam in die Entspannungshaltung. So. Ich
hoffe, dir hat unser Tabata-Training gut gefallen. Wir haben jetzt 35 Minuten Gas gegeben. Das geht jetzt ordentlich nochmal an die Fettverbrennung. Und jetzt kommt nur noch ein bisschen Regeneration. Und dann habt ihr euch das Wochenende verdient. Gut. So, wir machen noch ein paar Minuten. Dazu legt ihr euch langsam auf den Rücken. So, einmal die Beine lang ausstrecken. Die Arme liegen entspannt neben deiner Matte. So, du atmest in den Bauch ein und aus, sodass deine Bauchdecke sich hebt und senkt. Du stellst deinen rechten Fuß dann langsam auf deiner Matte auf, legst den Fuß, den linken Fuß auf deinen rechten Oberschenkel, dein Knie hält außen und du holst mit beiden Händen dein rechtes Bein zum Oberkörper ran. Wir dehnen die Oberschenkelaußenseite, Gesäßmuskulatur. Die Beine haben viel gearbeitet heute. Wir lösen langsam und stellen den rechten Fuß auf. Und strecken nur das linke Bein erst einmal zur Decke, kreisen den Fuß nach innen und nach außen. Und wir flexen und strecken. Und wir halten die Fußspitze rangezogen. Dazu streckst du nun dein rechtes Bein auf der Matte lang aus. Halte noch ein wenig die Dehnung, atme schön in die Rückseite ein und aus. Versuch dein Bein schön durchzustrecken, Ferse Richtung Decke ziehen. Und nun beugst du dein linkes Bein, legst deinen linken Arm seitlich ab und holst das Bein rüber zum Twisten, über das gestreckte Bein, das gebeugte Bein ablegen. Versuche, deine linke Schulter auf dem Boden zu halten. Atme die linke Flanke tief ein und aus. Dreh dich nun mit deinem Oberkörper auf deine rechte Seite und greif mit der linken Hand an deinen Fuß oder dein Sprunggelenk und dehn die Oberschenkelvorderseite. Dann lösen wir langsam, drehen uns auf den Rücken zurück. Dein linker Fuß bleibt auf der Matte aufgestellt, der rechte kommt auf den linken Oberschenkel. Schieb dein Knie nach außen, greife in der Mitte außen vorbei, hol dein linkes Bein eng zum Oberkörper ran. Dann legst du den linken Fuß ab und streckst das rechte Bein zur Decke hoch und kreist deinen Fuß nach innen. Auch in die andere Richtung. Und du flexst und streckst deinen Fuß. Halte nun das rechte Bein durchgestreckt zur Decke, Fußspitze rangezogen. Und strecke langsam das linke Bein auf deiner Matte aus. Beuge nun dein rechtes Bein. Lege den rechten Arm seitlich ab. Mit der linken Hand holst du den Oberschenkel rüber zum Twisten.
Versuch die rechte Schulter auf dem Boden zu halten. Atme die rechte Flanke tief ein und aus. Lösen wir, drehen uns ganz auf die linke Seite und greifen mit der rechten Hand an den Fuß, an Sprunggelenk. Dehnen hier nochmal schön die Vorderseite. Und langsam lösen. Dreh dich auf deinen Rücken zurück. Strecke dich nochmal lang aus, beide Beine ausstrecken, die Arme neben den Oberkörper. Stelle deine Füße nacheinander auf. Wir wollen uns nochmal ganz geschmeidig in die Brücke hochrollen. Roll dich Wirbel für Wirbel nach oben auf, heb das Becken an und komm genauso bei jedem Wirbel wieder tief. Lasse deinen Atem fließen, komm nach oben hoch und noch einmal tief. Ein drittes und letztes Mal aufrollen und langsam wieder abrollen. Nimm deine Beine angewinkelt zum Oberkörper ran, strecke sie zur Decke, greife in die Innenseite und öffne die Beine nach außen in eine Grätsche. Die Fußspitzen etwas ranziehen und schön durchstrecken. Sehr gut. Schön halten. Wir winkeln die Unterschenkel an, schließen die Beine, lösen Kopf und Oberkörper von der Matte, umarmen die Unterschenkel. Mache dich klein und rund zu einem Päckchen. Löse ein bisschen, halte dein Kinn auf der Brust, greife nun die Kniekehlen, bleibe klein und rund und pendel vor und rück. Schön über eine runde Wirbelsäule, klein vor und rück rollen. Mit dem letzten Schwung kommst du zum Sitzen hoch, gehst dann über die Seite in den Kniestand, stellst dein Standbein auf und drückst dich auf deinem Oberschenkel ab. Komme nochmal zum Stehen. Öffne deine Beine zum Abschluss. Kreise deine Schultern nochmal nach hinten. Halte sie tief und drehe mal deinen Schultergürtel auf. Hebe deine Arme nach oben. Und wieder tief. Du atmest ein und aus. Ein letztes Mal nach oben und dann tief. Ganz locker von unten nun einatmen, nach oben kommen und durchschwingen, ausatmen. Nochmal ein und aus. Nochmal ein und ein letztes Mal tief, wenn du hochkommst, schließ die Beine, senke deine Arme und dann sagen wir beide vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, unser kleines Tabata-Ründchen. Gut trainiert habt ihr, hoffentlich bis zur nächsten Stunde. Bleibt gesund und bis bald. Danke euch. Tschüss.